Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute 15 Mythen an, die du nicht mehr glauben solltest. Rasur. Euch allen haben bestimmt eure Eltern und Großeltern gesagt, dass die Haare durch Rasieren dicker werden würden. Normalerweise kommt man diese Weisheit von seinen Verwandten erst in der Pubertätszeit erzählt. Sobald man sich als Erwachsener zu fühlen anfängt, wird einem gesagt, dass es noch zu früh sei, sich zu rasieren. Denn sobald man damit anfängt, würden sich die Haare sofort verdicken und beginnen, in einem Wahnsinnstempo zu wachsen. Was? Das hab ich ja noch nie gehört. Ja gut, mir wurde es auch nie gesagt. Ich habe gefühlt immer noch keinen Bartwuchs, ne? Erkältung durch Unterkühlung. Zieh dir was Warmes an, ansonsten fängst du dir noch eine Erkältung ein. Das ist ein Spruch, den wir andauernd von unseren Eltern hören. Und wenn wir dann doch krank werden, werden wir von ihnen daran erinnert, dass wir mal keine Mütze aufgesetzt haben. Deswegen wir selbst die Schuld an der Erkältung tragen würden. Ich überlege gerade, haben wir schon mal auf das Video reagiert? Und bei den ganzen Videos, auf die wir aktuell reagieren, checke ich das gerade nicht? Oder hatten wir nur das mit der Mütze schon mal? Nur wenige Minuten später. Ich glaube, wir haben noch nicht drauf reagiert. Na, wir machen weiter. In Wirklichkeit werden Erkältungen nicht durch Kälte ausgelöst und schon gar nicht durch das Nichttragen einer Mütze. Bakterien. Die Ursache davon sind immer die Viren, während kaltes Wetter ihnen nur dabei hilft. Eine Unterkühlung wirkt sich auf das Kreislaufsystem aus, wodurch die Abwehrfunktion des Körpers beeinträchtigt wird. Ja, Viren fühlen sich einfach wohler, wenn es kühl ist. Deswegen waren im Sommer auch die Corona-Zahlen immer relativ gering, weil es im Winter weiter voranschreiten konnte. Und deswegen denkt man halt oft, dass es halt einfach irgendwie an der Kälte liegt. Schmerzen beim Sport. Viele von euch wurden sicherlich schon nach einem intensiven Training von Schmerzen heimgesucht. Aber manche vertreten aus irgendeinem Grund die Ansicht, dass gerade dieses unangenehme Gefühl die Bestätigung dafür sei, dass das Training erfolgreich verlief. Und der Muskelkater. Deswegen, bis der Arzt kommt. Und Risse in den Muskeln. Bedeuten Schmerzen nach dem Training bei weitem nicht immer, dass ihr besonders fleißig wart. Sie werden durch Mikroverletzungen der Muskulatur verursacht. Und sollte man sich noch stärker überanstrengen, könnte man sich eine echte Verletzung zuziehen, die eure Gesundheit beeinträchtigen könnte. Kurzum, man sollte es mit Sport, wie mit allem, nicht übertreiben. Aber ich meine, kleine Risse in den Muskeln sind ja eigentlich das, was man erreichen will. Weil nur so wächst der Muskel, ja. Antibiotika und Viren. Okay. So enttäuschend es auch klingen mag, verfügt die moderne Medizin immer noch über kein Arzneimittel gegen alle Erkrankungen. Demzufolge ist die verbreitete Meinung, wonach die Antibiotika bei allen Krankheiten helfen würde, grundlegend falsch. Obwohl Antibiotika als sehr effektives Mittel gegen viele Erkrankungen gelten, wirkt sie nur gegen Bakterien. Mit anderen Worten, stellen sie für die Viren ja gar keine Gefahr dar. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Es ist vollkommen sinnlos, bei einer Erkältung Antibiotika einzunehmen, um ein Virus loszuwerden. Dafür eignen sich spezielle antivirale Präparate. Man sollte allerdings nicht zu früh schweres Geschütz auffahren. Es sei denn, anders geht's nicht. Ich weiß nicht. Also schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr ein Fan davon seid, wenn ihr krank seid, irgendwie Antibiotika, Medikamente und so zu nehmen. Aber ich bin's irgendwie nicht. Weil ich denke mir so, ich will meinen Körper dann trainieren. So, natürlich ernährt man sich anders, wenn man krank ist. Man isst gesünder, isst mehr Obst, Gemüse, macht sich Tees und so, die man vielleicht sonst nicht macht, schläft mehr. Aber ich würde jetzt nicht so Tabletten schlucken dagegen. Fernsehen und Sehkraft. Die Frage, ob es den Augen schaden, zu nah am Fernseher zu sitzen, würden alle Eltern mit Ja beantworten. Tut's auch. Da legen sie falsch. In Wirklichkeit geht es hierbei bloß um einen Mythos, der jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt. Keinem Wissenschaftler ist es bis jetzt gelungen, einen direkten Zusammenhang zwischen Kurzsichtigkeit und der Vorliebe, sich direkt vor dem Fernseher zu setzen, nachzuweisen. Was? Das ist Cap. Ich merke das sogar im Alltag, wenn ich irgendwie 3 Stunden am Stück hier innerhalb von, mit einem Abstand von 80 cm oder so auf meinem Monitor gucke, wenn ich danach in die Ferne schaue, dass ich das nicht richtig scharf sehe. Also das ist der größte Schwachsinn. Meine Eltern haben zweimal gesagt, ey, wenn du so viel Fernsehen schaust, werden deine Augen eckig. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist auch Cap. Ernährung während der Trainingsphase. Oh. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen aufrichtig daran glauben, dass sie sich keine Gedanken über die richtige Ernährung machen müssen, wenn sie sich im Fitnessstudio einem Folterprogramm unterziehen. Wenn ihr derselben Meinung seid, versuchen wir jetzt, euch vom Gegenteil zu überzeugen. Selbst Olympiasieger müssen Diäten einhalten, um fit zu bleiben. Das Ganze lässt sich folgendermaßen erklären. Sobald der Körper mit der Notwendigkeit konfrontiert wird, immer mehr Energie bei körperlichen Aktivitäten verbrauchen zu müssen, legt er diese auf Vorrat an. Mit anderen Worten, der Körper legt bei erster Gelegenheit an Gewicht zu. Deswegen ist es wichtig, immer darauf zu achten, welche Nahrung man zu sich nimmt. Ja, aber man muss es immer machen. Nicht nur besonders, wenn man Sport macht. Also es ist immer wichtig, sich irgendwie ausgewogen und gesund zu ernähren. Aber gerade natürlich, wenn man Sport macht, ein bisschen mehr darauf zu achten, dass man seine Vitamine reinkriegt, dass man seine ganzen Mineralien reinkriegt. Vor allem halt auch auf Eiweiße achtet, die ja auch für Muskelaufbau wichtig sind, falls man sowas dann erreichen will. Also es ist in jeglicher Hinsicht einfach nicht verkehrt. 8-stündiger Schlaf.
Ein Erwachsener sollte täglich mindestens 8 Stunden lang schlafen. Nee. So lautet der am meisten verbreitete Irrtum in Bezug auf den Schlaf. 7 bis 8. Ärzte sagen immer, dass genau dies Schlafdauer erforderlich sei, um gesund zu bleiben. Aber viele moderne Wissenschaftler glauben, dass jeder seine Schlafdauer individuell bestimmen soll, da sie von seinen genetischen Veranlagungen und vielen anderen Faktoren abhängt. Um seine Kräfte wiederherzustellen, braucht ein kranker Mensch mehr Schlaf als ein gesunder. Und ein Teenager muss länger schlafen als ein alter Mann, um sich zu erholen und so weiter. Ja, das ist echt so krass, ne? Kinder schlafen deutlich mehr als Erwachsene, obwohl man eigentlich das Gegenteil vermuten würde, weil Erwachsene eigentlich mehr machen in dem Sinn oder leisten im Alltag als jetzt irgendwie Kinder und halt schon näher am Tod dran sind, dementsprechend sich mehr ausruhen müssen vielleicht. Warzen. Es mag euch vielleicht erstaunlich erscheinen, aber man kann eine Kröte nicht nur anfassen, sondern sogar küssen, falls man es will. Allerdings würde sie sich danach nicht in eine schöne Prinzessin verwandeln. Der Mythos darüber, dass man von Kröten unerwünschte Wucherungen bekommt, ist dadurch entstanden, dass die Menschen die Wucherungen auf der Haut dieser Amphibien für Warzen hielten. Merkt euch ein für alle Mal, Warzen werden nur von Mensch zu Mensch übertragen. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine Warze. Also, falls meine Mom das sieht, vielleicht schon. Dann doch, aber ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Wasser und Elektrizität. Oh, darf jeder nicht zusammen, weiß, ne? Dass Wasser und Elektrizität eine gefährliche Mischung bilden. Mhm. Aber Wasser an sich, in seiner reinen Form, damit meinen wir destilliertes Wasser, leitet keinen Strom. Da die Wassermoleküle keine Ladung tragen, können sie dementsprechend keine Elektrizität leiten. Deswegen gilt destilliertes Wasser als Nichtleiter und ist in Verbindung mit Strom ungefährlich. Ich würde es trotzdem in jeglicher Hinsicht vermeiden. Sandra hat das einfach erst vor einem Jahr rausgefunden. Die hat sich immer einfach in der Badewanne mit einem iPhone und einem Ladekabel reingelegt. Und wenn das einmal reingefallen wäre, wäre sie wahrscheinlich gestorben. Cola. Coca-Cola ist wohl das weltweit bekannteste kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränk. Ursprünglich wurde sie als Arzneimittel gegen Nervenkrankheiten patentiert. Anfangs war sie nur in städtischen Apotheken. Anfangs war auch Kokain drin. Im Laufe der Zeit, da sie immer populärer wurde, wurde sie erst ins Sortiment der einheimischen Lebensmittelgeschäfte aufgenommen und eine Weile später gelang diesem Getränk sogar ein internationaler Durchbruch. Vergleichbar mit anderen erfolgreichen Produkten dieser Art sind auch um Coca-Cola herum viele Mythen entstanden. Einer der verbreitetsten besagt, dass dieses Getränk einen Zahn über Nacht komplett auflösen könnte. Wir wissen nicht, wer diesen Mythos erfunden hat, aber eines steht fest, die Person war nicht besonders intelligent. Naja, also ich meine, es ist halt Zucker drin. Ich weiß, dass Coca-Cola und auch andere Getränkehersteller immer mehr den Weg gehen, ja, wir machen weniger Zucker und zuckerfrei teilweise, sondern mit Süßstoffen versetzt oder keine Ahnung was, aber es ist wirklich ja eigentlich nicht gesund. So klar, man sollte immer so ein bisschen so drauf achten. Ich will, wie gesagt, nicht jedem alles verbieten, sondern man soll auch mal einen Nutella-Toast essen, alles gut. Aber sich jeden Tag jetzt irgendwie 7 Liter Cola reinzuschaufeln, ist alles andere als gesund. Und dass es jetzt direkt einen Zahn auflöst, ist nicht der Fall. Aber wenn man jetzt auf Dauer jeden Tag einen Liter Cola trinkt, dann ist das schon nicht so schlau für die Zähne. Fledermäuse. Gebt es zu, ihr habt bestimmt gedacht, dass die Fledermäuse sehschwach oder sogar blind wären. Finde ich so eklig. Aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Es stellte sich heraus, dass die Fledermäuse eine viel schärfere Sehkraft haben als die Menschen. Mhm. Wobei verschiedene Fledermausarten eine eigene Augenstruktur haben. Mhm. Diese fliegenden Säugetiere sind Fledermäuse sind wie Spinnen. Nee, wir machen weiter mit dem nächsten. Panda und Bambus. Wir ehren uns gewaltig, wenn wir denken, dass dieses schwarz-weiße Wesen sich ausschließlich vom Bambustrieben ernähren würde, weil es so friedvoll wäre. Die Pandas fressen gern Bambus nur deswegen, weil er nicht davonlaufen kann. In Wahrheit sind diese Meere skrupellose Raubtiere, die mit Vergnügen kleinere Tiere, Insekten und sogar Kadaver verdrücken. Ihr einziges Problem ist, dass sie sehr langsam sind. Deshalb schaffen es viele ihrer potenziellen Opfer, vor ihnen zu fliehen. Das wusste ich aber auch nicht, dass der Grund ist, warum die nur Bambus essen, dass der nicht weglaufen kann, weil die einfach faul und dumm sind. Oh mein Gott, so süße Tiere. 5 Sinne. Einer verbreiteten Meinung zufolge hat der Mensch nur 5 Hauptsinne. In Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Selbst die Zahl 6 trifft dich zu, falls ihr jetzt an Intuition gedacht habt. Sehen, riechen, hören, tasten und schmecken sind bei weitem nicht alle Wahrnehmungssinne. Mhm. Jeder normale Mensch hat laut Wissenschaftlern einen Gleichgewichtssinn, dank dem wir nicht bei jedem Schritt hinfallen. Einen Schmerzsinn, einen Sinn für räumliche Orientierung und zur Feststellung der Körperhaltung. Mhm. Einen Temperatursinn, einen Zeitsinn, einen Sinn für äußere Reize, einen Sinn zur Wahrnehmung von Hunger und sogar einen Sinn zur Wahrnehmung eines erhöhten Kohlendioxidgehalts im Blut. Ach du Scheiße. Ja gut, dann habe ich auch einen Sinn dafür, wenn eine Fußballmannschaft schlecht spielt. Also es geht hier um die 5 Hauptsinne. Größe von Napoleon. Hatten wir auch schon mal. Er ist nicht so klein, wie man gedacht hatte.
Er wurde irgendwie klein dargestellt, aber er war über 1,70 auf jeden Fall. Zucker als Heilmittel. Was? Sagt mal, was ihr als erstes unternehmen würdet, wenn ihr euch eine Verletzung zuziehen würdet. Damit meinen wir natürlich keine großartigen Blessuren, sondern kleine Schürf- oder Schnittwunden. Wir sind uns sicher, dass ihr als erstes die Wunde desinfizieren und dann verbinden oder darauf ein Pflaster kleben würdet. Wir glauben, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Aber einige moderne Wissenschaftler würden uns nicht zustimmen. Es ist unklar, wie sie auf diese Idee kamen, aber eines Tages führten sie ein Experiment durch, bei dem sie eine Wunde mit Zucker behandelt haben. Ja, genau mit dem weißen Pulver, das jeder zu Hause hat. Es mag vollkommen verrückt klingen, aber bis heute wurden Dutzende von Menschen dieser komischen Behandlung unterzogen. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Zucker. Eine Wunde einfach desinfizieren? Ich mache das auch übrigens bei jeder Wunde. Ich habe immer in meinem Bad habe ich so Desinfektionsspray und Pflaster, weil ich tue mir richtig oft weh. Und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Aber gut, das waren 15 Mythen, die du nicht mehr glauben solltest. Ich glaube, die wenigsten davon haben wir tatsächlich eingangs schon geglaubt. Von daher, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich muss los zum Sport. Tatsächlich trinke ich schon mein, nennt man das? Keine Ahnung, Haferflockenshake vorher. Haut rein. Tschüss.